US-Präsident Donald Trump gilt nicht nur als Amerikas größter Frauenheld, sondern auch als Sexualstraftäter. Er hat eine Vorliebe für schöne Frauen und hat daraus nie einen Hehl gemacht. Biografen sprechen von 50 Romanen mit den ersten Schönheiten der Welt. Doch nur wenige hat der exzentrische Milliardär wirklich geliebt. Wer sind diese Frauen und wer ist für ihn die wichtigste Frau in seinem Leben? Sie werden überrascht sein. Warum sind viele Frauen trotz Trumps Sexismus verrückt nach ihm? Und wer hat ihn wegen Vergewaltigung verurteilt? Schauen Sie sich das Video an, um es herauszufinden. Los geht's! Donald Trump ist für seine umstrittenen Äußerungen über Frauen bekannt. Dennoch unterstützen ihn viele Frauen als Politiker und einige sind sogar bereit, ihr Leben für Trump zu opfern. Auf einem Foto, das nach einem gescheiterten Attentatsversuch in Pennsylvania die Runde machte, schützte ihn eine Frau vor Kugeln. Interessanterweise handelte es sich bei der mutigen Leibwächterin um eine Karatemeisterin aus Russland namens Irina. Tatsache ist, dass Frauen aus Osteuropa in Trumps Leben eine besondere, wenn nicht sogar die wichtigste Rolle spielen. Die erste der drei offiziellen Ehefrauen des zukünftigen US-Präsidenten war die Sportlerin Ivana Zelnitschkova aus Tschechien. Die beiden lernten sich 1972 bei den Olympischen Spielen in Japan kennen, wo Ivana im Skisport antrat. Damals war sie erst 23 und Donald 26 Jahre alt. Der junge Trump war fasziniert von ihrer Schönheit und überschüttete sie mit Liebesbriefen, Blumen und Geschenken. Doch zur Hochzeit kam es erst 5 Jahre später. Ihre Ehe galt lange als glücklich und hielt ganze 15 Jahre. Ivana schenkte ihm 2 Söhne, Donald Jr. und Eric, sowie eine Tochter, Ivanka, die später eine zentrale Rolle im Leben ihres Vaters spielen sollte. Doch 1992 zerbrach die scheinbar perfekte Familie Trump. Der Grund dafür war Donalds Affäre mit der Schauspielerin Marla Maples. Trump versuchte, sein Verhalten zu rechtfertigen und warf Ivana vor, sich nicht mehr um ihr Äußeres zu kümmern und das gemeinsame Geschäft schlecht zu führen. Ivana hingegen beschuldigte ihn der schamlosen Täuschung und verlangte ihren gerechten Anteil am Vermögen. Dieser unschöne Skandal landete in der Boulevardpresse und ruinierte Trumps Chancen auf das Präsidentenamt in den frühen 90ern. Nach der Scheidung erhielt Ivana 25 Millionen Dollar, eine Wohnung im Trump Plaza Tower und ein riesiges Anwesen in Connecticut. Dafür stimmte sie zu, keine Details ihres gemeinsamen Lebens mit der Presse zu teilen. Im Juli 2022 verstarb Ivana im Alter von 73 Jahren an einem Herzinfarkt. Als Donald davon erfuhr, weinte er und sagte, sie sei eine wunderschöne und erstaunliche Frau gewesen, die ein wirklich inspirierendes Leben geführt habe. Doch 1992 tauschte Trump Ivana problemlos gegen die jüngere Marla Maples ein, die später seine zweite Frau wurde. Zu dieser Zeit war er schon reich und berühmt und viele Frauen umschwärmten ihn. Donald fand Marla wegen ihrer unglaublichen Schönheit besonders attraktiv. Sie nahm an mehreren Miss America-Wettbewerben teil und wurde später sogar Gastgeberin der Veranstaltung. Marla brachte auch eine Tochter namens Tiffany von Trump zur Welt. 2 Monate nach der Geburt seiner Tochter machte er der Schauspielerin einen Heiratsantrag. Das frisch vermählte Paar feierte eine pompöse Hochzeit mit mehr als 1000 Gästen. Die zweite Ehe hielt nicht lange, nur 5 Jahre, und zerbrach an gegenseitigen Seitensprüngen. Trump beschuldigte Marla, eine romantische Beziehung mit einem Leibwächter zu haben. Und die Frau war es leid, Donalds Geliebte zu zählen. Der lebenserfahrene Geschäftsmann ging diesmal auf Nummer sicher und schloss mit Marla einen strengen Ehevertrag ab. Deshalb versuchte sie nicht einmal bei der Scheidung mehr zu bekommen, als ihr laut Vertrag zustand. Nach der Trennung erhielt sie 2,5 Millionen Dollar. Aber das Wichtigste waren die Kontakte, die sie während der Ehe knüpfte. Dank dieser Kontakte machte sie eine gute Karriere in Hollywood und ist heute eine erfolgreiche Filmproduzentin. Eine Zeit lang genoss Donald seine Freiheit und wechselte seine Geliebten, von denen viele für immer unbekannt bleiben werden. Doch im September 1998 geschah etwas, das das sorglose Leben des Milliardärs auf den Kopf stellte.
Er lernte eine andere Frau aus Osteuropa kennen, die sein Schicksal veränderte. Wie man sich denken kann, handelt es sich um Melania. Die beiden lernten sich im Kit Kat Club Theater in New York kennen, wo die Fashion Week stattfand. Das slowenische Model nahm an einer Modenschau teil und verzauberte den Milliardär regelrecht. Damals war er 52 und Melania erst 28 Jahre alt. Doch es sollten noch ganze 6 Jahre vergehen, bis die beiden heirateten. Die Hochzeit wurde auf Trumps Anwesen Mar-a-Lago gefeiert und alle Größen des amerikanischen Establishments waren eingeladen. Melania glänzte in einem 200.000 Dollar teuren Hochzeitskleid von Christian Dior, das mit Edelsteinen bestickt war. Der großzügige Ehemann bestellte eine riesige, 1,5 Meter hohe Torte, die mit 3.000 Rosen geschmückt war. Im Jahr 2006 erhielt Melania Trump die amerikanische Staatsbürgerschaft und schenkte ihrem Mann sein 5. Kind, einen Sohn namens Barron, den Donald über alles liebt. Über Barron hörte man lange kaum etwas. Doch in letzter Zeit zeigt er sich aktiv in der Politik. Mit gerade einmal 18 Jahren wurde er als Delegierter aus Florida auf dem Parteitag der Republikaner gewählt. Melania ist nicht nur die große Liebe ihres Mannes, sondern auch seine treue politische Assistentin. Dank ihres Charmes und ihrer Intelligenz gelang es ihr mehr als einmal, Trumps Umfragewerte im Wahlkampf 2016 zu retten. Am Ende wurde Trump US-Präsident und Melania First Lady. Doch die Rolle der First Lady war für Melania alles andere als leicht. Während Trumps Amtszeit sah sie sich einem enormen öffentlichen Druck und regelrechtem Hass ausgesetzt. Sie wurde nicht nur kritisiert, sie wurde online geradezu gemobbt. In der Presse wurde heftig darüber diskutiert, dass Melania ihren eigenen Mann nicht besonders mag und dass es für sie eine Qual sei, die Pflichten einer First Lady zu erfüllen. Im Wahlkampf 2024 hielt sich Melania Trump zunächst zurück. Doch Ende Oktober überraschte sie alle, als sie plötzlich auf einer Kundgebung in New York für ihren Mann auf die Bühne trat. In der Hand hielt sie eine Louis Vuitton-Tasche im Wert von 3.000 Dollar mit der Aufschrift FLOTUS, was für First Lady der Vereinigten Staaten steht. Eine unerwartete Rückkehr, wie eine Trumpfkarte, die erst am Ende des Spiels ausgespielt wird. Viele unserer Zuschauer denken wahrscheinlich, dass wir die wichtigste Frage dieses Videos über die bedeutendste Frau im Leben von Donald Trump bereits beantwortet haben. Doch nein, sie liegen falsch. Es ist keineswegs Melania Trump. Die wichtigste Frau in seinem Leben ist, wie der Milliardär selbst mehrfach erklärte, seine Tochter Ivanka. Der glückliche Vater liebt sie mehr als alles andere auf der Welt. Trump hat wiederholt gesagt, wie sehr er ihre Schönheit bewundere und dass er sie sicher anbaggern würde, wenn sie nicht seine Tochter wäre. Heute hilft Ivanka ihrem Vater bei seinen politischen Aktivitäten und ihr Ehemann Jared Kushner ist einer seiner engsten Mitarbeiter. Nach konservativen Schätzungen hatte Donald Trump rund 50 Affären mit einigen der schönsten Frauen der Welt. Zu den angeblichen Geliebten zählen Stars wie Schauspielerin Salma Hayek, die ehemalige First Lady Frankreichs Carla Bruni und, laut Gerüchten, sogar Prinzessin Diana. Wobei es sehr wahrscheinlich ist, dass mit Diana nur Gerüchte im Spiel sind. Was zieht diese und andere Schönheiten zu dem ungehobelten Milliardär? Ist es nur das Geld? Natürlich nicht nur. Frauen sehen in Männern wie Donald Trump eine innere Stärke, die Fähigkeit, alle Schwierigkeiten zu überwinden und das zu schützen, was ihm lieb und teuer ist. Aber nicht alle Frauen sind vom US-Präsidenten und seinem Charisma begeistert. Die bekannte amerikanische Schriftstellerin und Journalistin Elizabeth Carroll hat Donald Trump der Belästigung beschuldigt. 2019 veröffentlichte sie ihre Memoiren »Warum brauchen wir Männer?« Darin sprach sie von Männern, die ihr ein tiefes seelisches und körperliches Trauma zugefügt hätten. Sie erwähnte auch Donald Trump. Zu diesem Zeitpunkt war Trump bereits Präsident im Weißen Haus. Das Buch löste natürlich einen Skandal aus. Bisher waren die Anschuldigungen gegen Trump nur von weniger bekannten Persönlichkeiten gekommen. Doch nun beschuldigte eine echte Journalisten-Ikone den Präsidenten nicht nur der Belästigung, sondern sogar der Vergewaltigung. Die Geschichte, um die es hier geht und die später vor Gericht landete, spielte sich im Jahr 1996 ab.
Laut Elizabeth Carroll hat sie damals der Geschäftsmann Donald Trump um Hilfe bei der Auswahl eines Geschenks für eine bestimmte Frau gebeten. Die beiden gingen ins Luxuskaufhaus Bergdorf Goodman und dort führte Trump sie in die Dessous-Abteilung. Laut Carroll forderte der Milliardär sie auf, ein durchsichtiges Negligé anzuprobieren. Dann führte er sie in eine Umkleidekabine, wo er ihren Kopf zweimal gegen die Wand schlug und sie vergewaltigte. Seit Jahren versucht Elizabeth, Trump für das Geschehene zur Rechenschaft zu ziehen. Der Politiker selbst hat das jedoch wiederholt abgestritten. Er behauptet sogar, Carroll nicht einmal zu kennen und meint, sie wolle bloß Aufmerksamkeit für ihr neues Buch erregen. Dieser Versuch, die Wahrheit ans Licht zu bringen, hat ihr nicht nur Gutes gebracht. Sie verlor ihre langjährige Kolumne beim Elle-Magazin. Trotzdem verklagte Carroll Trump wegen Rufschädigung und gewann den Prozess im Jahr 2023. Der Politiker wurde verurteilt, ihr fast 3 Millionen Dollar Schadensersatz und weitere 2 Millionen Dollar im Rahmen einer zivilrechtlichen Klage wegen Körperverletzung zu zahlen. Dank dieser mutigen Frau wurde Donald Trump offiziell als Sexualstraftäter verurteilt und Elizabeth ging als erste Frau in die Geschichte ein, die ihn vor Gericht besiegte. Jetzt, mit 78 Jahren, sitzt Trump erneut im Präsidentenamt und sein Privatleben steht unter noch schärferer Beobachtung. Es bleibt abzuwarten, ob Melania die Untreue ihres Mannes weiterhin erträgt oder ob der alternde Playboy sich endlich beruhigt. Was denkt ihr über diesen exzentrischen US-Präsidenten und seine Beziehungen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Bitte abonnieren Sie den Kanal und geben Sie dem Video ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.